Meine sehr verehrten Damen und Herren, so ein politischer Aschermittwoch, wenn man unterwegs ist, ich werde auch mal die Chimäre noch mal nachhören, da gehört auf jeden Fall ein Bier dazu. Meine Damen und Herren, das war der Sound von Berlin. Wenn die Große Koalition was macht, dann macht's plopp. Und meistens kommt dabei nicht mehr raus als Schaum. Meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten sind gut ins Jahr 2016 gestartet, gemeinsam mit Ihnen beim Dreikönigstreffen. Nachdem jetzt die närrische Zeit denkbar kurz war, wahrscheinlich hatten die Narren einfach Einsehen, damit sie sagten, es ist so viel in der Politik schon unverständlich und närrisch, dass sie es kurz machen, sind wir heute jetzt hier in Karlsruhe beim politischen Aschermittwoch. Und meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Technologie- und Innovationsregion Karlsruhe. Wir haben Humor bei den Freien Demokraten, das haben Nicole Büttner-Thiel und Hendrik Dörr gerade unter Beweis gestellt. Das braucht man, glaube ich, auch, wenn man das durchgemacht hat, was die Freien Demokraten in den vergangenen Monaten durchgemacht hat. Aber jetzt geht es aufwärts und mit Humor geht es allen besser. Deshalb mit solchen Kandidatinnen und Kandidaten wie Caroline Holzmüller und Tom Hoyen und allen anderen werden wir am 13. März, meine Damen und Herren, ein sehr gutes Wahlergebnis erzielen, wenn wir jetzt nicht nachlassen, meine Damen und Herren. Darum geht es. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind beim politischen Aschermittwoch der Freien Demokraten in Karlsruhe. Cool fand ich ja das mit dem Selfie. Selfies sind ja mittlerweile ein anerkanntes Mittel der Politik. Früher hatte man Diplomatie, Pressesprecher, öffentlich-rechtliche und private Rundfunk- und Fernsehsender, Printmedien und auch noch die eine oder andere Institution, Europäische Union, NATO. Heute geht alles über die sozialen Medien, meine Damen und Herren. Und dass Mark Zuckerberg ein Selfie angefordert hat, finde ich klasse. Nur ein Geheimnis müssen uns die beiden noch verraten. Wie haben Sie dieses Selfie jetzt hochgeladen in die Social Media? Denn in diesem Raum, meine Damen und Herren, in der Innovationsregion Karlsruhe gibt es was nicht. Es gibt weder Netz, also es gibt kein WLAN, aber was noch viel schlimmer ist, es gibt auch kein sonstiges Netz, also Telekom oder private Anbieter, das war der Werbeblock, sind hier nicht verfügbar. Und da, meine Damen und Herren, sind wir am zentralen Thema der Freien Demokraten. Wer die Zukunft gewinnen will in Baden-Württemberg, der muss dafür sorgen, dass wir connected sind. Deshalb kämpfen wir für Breitbandanschluss in alle Winkel des Schwarzwaldes und des Odenwaldes. Aber ich sehe, auch in den Metropolregionen gibt es noch Nachholbedarf. Ja, mit dem Selfie hat unsere Bundeskanzlerin Politik gemacht und hat Flüchtlinge eingeladen, zu uns zu kommen. Das ist praktisch auch so die Kronzeugin für die Menschen, die zu uns kommen. Und meine Damen und Herren, das ist ein Thema, das die Politik beschäftigt. Und da sind wir mittendrin in einer Diskussion, die wir praktisch fast täglich ja führen in den Veranstaltungen, wo besorgte Bürgerinnen und Bürger auf uns zukommen und sagen, kann das eigentlich so weitergehen mit der Situation, in der wir uns befinden? Und an der Stelle meine ich, dass wir Freien Demokraten von Anfang an eine gute Position übernommen haben. Wir haben von Anfang an dafür plädiert, dass Menschen in Not geholfen wird. Und ich möchte das an der Stelle ganz, ganz deutlich sagen. Wir wollen, dass in Zukunft die Menschenwürde, die bei uns im Grundgesetz einen hohen Stellenwert hat, eingehalten wird. Und wenn wir uns etwas wünschen dürfen, heute, dann wünschen wir uns eine Welt ohne Krieg, eine Welt, in der Frieden herrscht, eine Welt, in der es keine Flüchtlinge gibt. Und ich sage das an der Stelle einfach ganz klar, wir wünschen uns das, aber wir sind Realpolitiker genug, um zu wissen, dass dies keine einfache Situation ist, die wir so erreichen können. Es ist eben nicht Weihnachten, wo man Wünsche unter den Weihnachtsbaum legt, sondern wir müssen in einer realen Welt damit zurechtkommen, dass in anderen Teilen der Welt Unrecht passiert. Und da kann man nur eins sagen, wer da wegschaut, der versündigt sich. Wir stehen klar zu unseren Grundwerten. Menschen in Not, meine Damen und Herren, muss geholfen werden. Dafür stehen wir Freien Demokraten. Mir kommt da ein Satz in den Sinn, den die deutsche Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre gerne bemüht hat, von Bertolt Brecht. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
Die Älteren unter uns kennen diesen Satz noch, die Jüngeren wahrscheinlich nur aus den Geschichtsbüchern. Jedenfalls die Literaten unter uns und die Literaturliebhaber wissen, dass dieser Satz vollständig zitiert anders lautet, denn er geht ja weiter. Bei Bertolt Brecht heißt dieser Satz: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu dir. So schreibt Bertolt Brecht. Also der eine oder andere, Jürgen Mauck, hätte sich nicht träumen lassen, dass wir mal Bertolt Brecht bei der FDP-Veranstaltung zitieren. Aber dieser Satz, meine Damen und Herren, der signalisiert oder bildet die jetzige Lage sehr gut ab, wie ich meine. Stell dir vor, es ist Armut in der Welt und es gibt keine funktionierende Entwicklungspolitik. Es gibt keine Politik, die auf wirtschaftliche Zusammenarbeit setzt und damit die Armutsursachen beseitigt, dann kommen die armen Menschen zu uns. Und deshalb war es richtig, meine Damen und Herren, dass wir in den Freien Demokraten hier auch einen Schwerpunkt gesetzt haben. Und wenn heute der frühere Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unter uns ist, dann sage ich das ganz deutlich, wir dürfen nicht nur darüber lamentieren, dass Menschen zu uns kommen, Armutsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge. Wir sollten daran denken, dass aus diesem Land, aus Baden-Württemberg, aus Württemberg und Baden damals im vorvergangenen Jahrhundert Millionen von Menschen ausgewandert sind, weil sie im Schwarzwald nicht genug zu essen hatten und hungerten. Das waren die Auswanderer hier und die Einwanderer, die dann Amerika aufgebaut haben. Das haben wir nicht vergessen, meine Damen und Herren. Und auch der Vorfahre von Donald Trump war ja einer derjenigen, der da aus der Pfalz kam. Ich stand kürzlich in seinem Heimatort. Genau, der wollte dann auch irgendwann mal zurückkehren. Aber die Pfälzer wollten ihn nicht mehr. Vielleicht wussten sie warum, meine Damen und Herren. Aber an der Stelle noch mal ganz klar die Botschaft: Ja, wir sind dafür, dass eine aktive Politik gemacht wird, die die Fluchtursachen bekämpft. Stell dir vor, es ist Krieg. Stell dir vor, es ist Unrecht, es ist Terrorismus. Es werden Menschen verfolgt, gefoltert, umgebracht, geköpft, gekreuzigt und die Weltgemeinschaft schaut weg. Dann kommt der Terror zu uns. Und weil wir das nicht wollen, meine Damen und Herren, steht die FDP seit vielen Jahren dafür ein, dass es eine aktive Außenpolitik gibt, dass es endlich in Europa eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gibt, die diesen Namen verdient. Und deshalb, meine Damen und Herren, darf die Weltgemeinschaft nicht länger wegsehen, wenn wir Syrien uns anschauen. Wir dürfen nicht länger wegsehen, dass hier ein Diktator seine eigene Bevölkerung bombardiert und, meine Damen und Herren, jetzt unter Beteiligung Russlands, das ist nicht in Ordnung, sondern jetzt ist es erforderlich, dass die Weltgemeinschaft, dass die UNO, dass die NATO mit den Amerikanern in Gesprächen mit den Russen und den Regionalmächten Iran, Saudi-Arabien und Türkei, um nur einige zu nennen, sich an einen Tisch setzen und dass das Bombardement und das Morden endlich ein Ende hat, meine Damen und Herren. Fluchtursachen bekämpfen, das ist das Entscheidende. Durch Entwicklungspolitik, durch wirtschaftliche Zusammenarbeit, durch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das sind zwei Säulen eines Vier-Punkte-Planes, den ich schon für die Freien Demokraten vor 4 Jahren vorgelegt habe. Und meine Damen und Herren, dieser Plan ist nach wie vor richtig. Wir brauchen darüber hinaus auch einen funktionierenden Schutz der Außengrenzen, einen funktionierenden Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union. Denn wenn wir einen Binnenmarkt haben wollen, wenn wir die Binnengrenzen offen haben wollen, wie wir es im Schengen-Raum erreicht haben, dann erfordert es zwingend, meine Damen und Herren, dass die Außengrenzen geschützt werden. So wurde es auch im Schengen-Protokoll niedergelegt. Und genau das ist ja die große Gefahr, dass die Entwicklung der Politik, wie sie die Bundeskanzlerin durch ihr unabgestimmtes Vorgehen, wie sie es durch die einseitige Einladung der Flüchtlinge jetzt verursacht hat, dass diese Errungenschaft der Freizügigkeit untergraben wird, meine Damen und Herren. Das ist ja der Punkt, den wir als Freie Demokraten kritisieren. Wir sagen, wir erleben hier eine schleichende Erosion des Rechtsstaates, meine Damen und Herren. Zunächst werden Flüchtlinge eingeladen, damit wird die Dublin-Regel außer Kraft gesetzt, die besagt, dass Flüchtlinge in dem Land bleiben sollen, der Europäischen Union, in dem sie ankommen. Das wurde damit ausgehebelt, dieses Dublin-Abkommen. Dann hat man gemerkt, es kommen zu viele Flüchtlinge. Dann hat man Grenzkontrollen eingeführt und damit Schengen ausgesetzt. Und weil das Ganze dann zu einer immer weiter erodierenden Situation kommt, ist man jetzt dran, die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes in Frage zu stellen.
Jetzt geht es an die Enteignung von Privateigentum zur Unterbringung von Flüchtlingen. Sie haben die entsprechenden Beschlagnahmebeschlüsse in der Landeshauptstadt Stuttgart. Sie haben die entsprechenden Aussagen des Tübinger Oberbürgermeisters Palmer gehört. Sie haben die Entscheidungen der Bürgerschaften in Hamburg und Bremen mitverfolgt, meine Damen und Herren. An dieser Stelle sagen wir als Freie Demokraten klipp und klar, wir lehnen eine Enteignung von Privateigentum ab. Und dann die Frage, wie kann man die rechtsstaatliche Ordnung wiederherstellen? Ist die rechtsstaatliche Ordnung in Gefahr? Viele Bürgerinnen und Bürger sind besorgt und meine Damen und Herren, wir haben als Bundespräsidium der Freien Demokraten eine doppelte Klarheit beschlossen. Wir haben uns klar dazu geäußert und sagten, wir wollen eine klare Distanz, eine Abgrenzung zu Pegida. Ich sage an dieser Stelle, wir sind klar abgegrenzt von Pegida, weil mit Geschrei und Schreierei kann man keine Probleme lösen. Dort gehen Bürgerinnen und Bürger auf die Straße. Einige von ihnen mögen besorgt sein, aber diejenigen, die politisch versuchen, auf dem Rücken der Schwächsten der Flüchtlinge jetzt politisches Kapital zu schlagen, die bemühen eine gestrige Ideologie, die sprechen von Volksgemeinschaft, die sprechen von einem neuen Nationalismus. Und an der Stelle erinnern wir daran, wer Nationalismus sät, wird Krieg und Krise ernten. Und deshalb erteilen wir jeglichem Neonationalismus eine klare Absage, meine Damen und Herren. Wir haben uns aber auch erlaubt, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, als zweite Seite der doppelten Klarheit eine konstruktiv-kritische Haltung gegenüber der grün-roten Landesregierung und der Bundesregierung einzunehmen. Schon seit Monaten sagen wir, es darf in Deutschland keine Schweigespirale geben. Konkrete Probleme müssen auch konkret angesprochen werden dürfen. Und wenn besorgte Bürgerinnen und Bürger zu uns kommen, wenn besorgte Entscheidungsträger in der Kommune wie der Ortsvorsteher von Ulm-Einsingen zu uns kommt und berichtet, dass er von 200 Flüchtlingen, die er in eine Sammelunterkunft bekommen hat, nach einer Woche etwa 50 nicht mehr gesehen hat, dass etwa 50 Flüchtlinge untergetaucht sind, verschwunden sind, dann, meine Damen und Herren, dann ist es etwas, was nicht nur Bürgerinnen und Bürger besorgt, sondern dann ist es etwas, was uns alle besorgt, meine Damen und Herren. Man kann doch hier in Karlsruhe keine halbe Stunde ohne Parkschein parken, ohne ein Knöllchen zu bekommen. Man kann in Baden-Württemberg in kaum einem Landkreis den Müll einfach so wegwerfen. Wer den Müll nicht richtig trennt, der bekommt den kommunalen Vollzugsdienst auf den Hals. Und meine Damen und Herren, in einem Land, in dem der Normalbürger, der unbescholtene Normalbürger mit Lappalien drangsaliert wird, und es nicht gelingt, Flüchtlinge richtig zu registrieren, in diesem Land, meine Damen und Herren, werden die Prioritäten eindeutig falsch gesetzt und das wollen wir ändern. Wenn Nicole Büttner-Thiel ihr Handy hier gezeigt hat, ich habe auch eins, das brauchen wir heute, ein Smartphone. Ich sage jetzt nicht, welche Marke, ich habe ein wunderbares iPhone-Cover, Europa im Blick, die Heimat im Herzen, hinten mit drauf von meinen Mitarbeitern zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich es manchmal fallen lasse. Mit diesem Handy, meine Damen und Herren, könnte die Registrierung der Flüchtlinge bereits heute Realität sein. Ich hatte einen Professor der Espoo-Universität aus Finnland nach Straßburg eingeladen zu einem Gespräch mit Kommissar Katainen, um darüber zu sprechen, wie das von dieser Firma und der Espoo-Universität entwickelte System einer Datenbank und einer Registrierung von Flüchtlingen mit Fingerabdrücken und mit dem Auge in ganz Europa eingeführt werden kann, meine Damen und Herren. Und Tatsache ist, dieses System wird heute schon vom Internationalen Roten Kreuz eingesetzt, aber nicht bei den Mitgliedstaaten. Und wenn man dann mal auf dem kleinen Dienstweg beim Innenministerium Baden-Württemberg nachfragt, und fragt, ja, wie macht ihr es denn? Dann hört man, Sie kennen zwar das System des Internationalen Roten Kreuzes, aber Sie haben sich jetzt entschieden, ein eigenes System zu beauftragen.
Und da muss man doch mal sagen, es kann doch nicht sein, dass Flüchtlinge in Griechenland ankommen und dort registriert werden, wenn es denn verwaltungstechnisch klappt, dann weiter praktisch zu Fuß über den Balkan latschen, in Kroatien ankommen, wieder registriert werden, in Slowenien ankommen, wieder registriert werden, in Österreich ankommen, wieder registriert werden, dann nach Bayern kommen, in Bayern mit einem anderen System registriert werden als in Baden-Württemberg und eigentlich wollen sie nach Schweden. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, dieser Quatsch der Mehrfachregistrierung muss aufhören. Es gibt moderne technische Möglichkeiten, wie diese Datenbank und die elektronische App, mit der man Flüchtlinge registrieren kann. Wer glaubt, man könnte diese Völkerwanderung des 21. Jahrhunderts mit Verwaltungsverfahren des vorvergangenen Jahrhunderts bewältigen, der wird scheitern. Auch das, meine Damen und Herren, wollen wir ändern, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass modernste Technik eingesetzt wird, um die Registrierung vorzunehmen. Wir sind hier bei klarem Vollzugsdefizit der grün-roten Landesregierung und der Bundesregierung Schwarz-Rot in Berlin, meine Damen und Herren. Anstatt dass die dafür Gewählten ihre Hausaufgaben machen, dass sie zusammensitzen und Probleme lösen, stattdessen wird gestritten wie die Bürstenbinder, meine Damen und Herren. Und dann schauen Sie doch mal nach München. Schauen Sie doch mal nach München. Der Herr Seehofer, der spricht jetzt davon, von der Herrschaft des Unrechts. Stellen Sie sich doch einfach mal für einen Augenblick vor, also diejenigen, die sich in geordneten Familienverhältnissen auskennen, also wir alle. Wie ist es denn da, wenn der kleine Bruder zum Vater rennt und sich über den großen Bruder, in dem Fall müsste man sagen, die große Schwester aufregt und sagt, die große Schwester übe eine Herrschaft des Unrechts aus? Was glauben Sie, würde der Vater dort antworten? Das ist ganz einfach. In der Familie, meine Damen und Herren, üben die Eltern die Herrschaft aus und man hält zusammen. Aber in einer Gesellschaft, meine Damen und Herren, üben Sie, die Bürgerinnen und Bürger, die Herrschaft aus. Und deshalb wissen Sie jetzt auch, wo der Hammer hängt. Diesem Treiben muss Einhalt geboten werden und dazu haben Sie eine Möglichkeit. Am 13. März, meine Damen und Herren, darum geht es, dass die Bürgerinnen und Bürger die Herrschaft ausüben und solchen Familienzwist beenden, damit die Probleme im Land endlich wieder gelöst werden und nicht jeden Tag politische Spielchen betrieben werden, wo sich CSU und CDU und SPD gegeneinander profilieren. Wer Probleme löst, meine Damen und Herren, der macht Populisten klein. Wer Probleme nicht löst, der braucht sich nicht zu wundern, wenn Bürger ärgerlich werden. Wir wollen aber, dass die Bürgerinnen und Bürger sich nicht abwenden von der Demokratie, sondern dass sie sehen, dass Demokraten in der Lage sind, Probleme zu lösen. Dafür stehen wir. Wir haben das Chaos nicht verursacht, aber wir können es aufräumen, meine Damen und Herren. Und dann die Frage Europäische Union. Viele Bürgerinnen und Bürger kommen auf mich zu und sagen, die EU hat versagt, Europa hat versagt. Brauchen wir überhaupt noch eine Europäische Union? Stellen besorgte Bürgerinnen und Bürger die Frage. Meine Damen und Herren, nicht die EU hat in der Flüchtlings- und Migrationspolitik das Sagen. Und nicht die Europäische Union der Institutionen hat in dieser Frage versagt. Nein, es waren nicht wir im Europäischen Parlament, die die nationalen Regierungen daran gehindert hätten, ein gemeinsames Asyl- und Migrationsrecht einzuführen. Ich erinnere mich noch genau, wie im Jahr 2011 die liberale Kollegin Nadja Hirsch aus Bayern einen Vorschlag gebracht hat, eine Resolution initiiert hat im Europäischen Parlament, fraktionsübergreifend, wo wir ganz klar und mit breitester Mehrheit die Mitgliedstaaten, die dafür zuständig sind, aufgerufen haben, endlich ein gemeinsames Asyl- und Migrationsrecht zu verabschieden, endlich die Dublin-Regelung zu überarbeiten. Warum? Weil man bereits im Jahr 2011, meine Damen und Herren, erkannt hat, dass diese Dublin-Regelung einem Ansturm von Flüchtlingen nicht standhalten wird, wie wir ihn heute erleben. Und ich sage dies ohne jeglichen parteipolitischen Impetus. Denn wir waren ja damals im Jahr 2011 in der Bundesregierung beteiligt. Diese Forderung des Europäischen Parlaments, meine Damen und Herren, die wurde in Paris und in Berlin und in den anderen Hauptstädten geflissentlich überhört.
Und es war falsch, meine Damen und Herren. Der Innenminister, der damals dafür zuständig war, hieß Friedrich. Der Innenminister, der damals zuständig war, hieß Friedrich von der CSU. Und deshalb freundliche Grüße nach München. Manche, die heute am lautesten schreien, die saßen damals im Bremserhäuschen, meine Damen und Herren. Apropos Bremserhäuschen. Ich darf heute aus einer der Medien in Baden-Württemberg zitieren: Landesnachrichten, Streit um hohe Belastung der Polizei. FDP fordert sofortige Belohnung. Antwort des Ministeriums, Wahlkampfidee. Ich zitiere aus den Stuttgarter Nachrichten. Baden-Württembergs FDP-Chef Michael Theurer forderte am Dienstag gegenüber unserer Zeitung den rund 24.000 Polizeibeamten im Land sofort ihre insgesamt 1,3 Millionen Überstunden auszubezahlen. Außerdem regte er eine einmalige Sonderzulage angesichts der hohen Belastung der Polizei an. Meine Damen und Herren, wir stehen zu den Polizeibeamten. Wir wollen, dass die Polizeibeamten endlich, wenn man ihnen die Überstunden schon nicht erlassen kann, wenn sie sie nicht abfeiern können, dass man sie endlich ausbezahlt, meine Damen und Herren. Und eine solche Forderung, die auch ein Stück Anerkennung für die Polizeibeamten ist, die ihre Knochen vor unsere Sicherheit hinhalten, eine solche Anerkennung verweigert Innenminister Gall und die grün-rote Landesregierung den Polizeibeamten. Und hier sagen wir, ihr seid auf dem Holzweg. Wir stehen zu unseren Polizeibeamten, meine Damen und Herren. Ich zitiere weiter, was die Überstunden angehe, räumte Gall-Sprecher ein, dass es momentan für die Polizisten schwierig sei, Überstunden abzubauen. Allerdings schiebe die Polizei im Land schon seit etlichen Jahren einen Berg von über 1 Million Überstunden vor sich her. Meine Damen und Herren, das ist ja keine Entschuldigung. Es geht offensichtlich schon viel länger. Oder wie die Polizeibeamten bei der Bereitschaftspolizei sagen, sie kommen kaum mehr aus den Stiefeln raus. Wer Vorgänge wie in Köln verhindern will in Zukunft, der braucht nicht vorrangig schärfere Gesetze, denn alles, was es dort gab, wie sexuelle Übergriffe, wie Taschendiebstähle, war auch schon zum Tatzeitpunkt verboten. Was wir dort brauchen, ist ein funktionierendes Polizeikonzept. Und diese Übergriffe gab es nicht nur in Köln, sondern sie gab es auch in Stuttgart und in Hamburg. Und es ist wichtig, dass das alles jetzt mal ans Tageslicht kommt. Wir Freie Demokraten fordern mehr Polizei auf der Straße, damit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger durchgesetzt wird. Und genau deshalb stehen wir für den Politikwechsel in Baden-Württemberg, meine Damen und Herren. Da ist vieles im Argen. Bei der Wirtschaftspolitik haben wir den Eindruck, ruhige Hand. Bei der Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren, hört man vom Ministerpräsidenten wenig. Da lässt er andere gewähren. Wenn wir nicht im Landtag eine Oppositionsfraktion hätten, nämlich unsere 7 Abgeordneten mit unserem Spitzenkandidaten Hans-Ulrich Rühlke an der Spitze, dann würde diese Landesregierung mit diesen Themen einfach so durchlaufen. Aber ich sage an dieser Stelle, die Landesregierung hat Vollzugsdefizite. Die Landesregierung hat in vielen Bereichen nicht das Richtige getan und dort, wo sie gehandelt hat, da hat sie eher überbürokratisiert und reguliert. Und deshalb ist es Zeit, dass wir das ändern. Deshalb kämpfen wir mit Uli Rülke, mit den 7 Abgeordneten und unseren 70 Landtagskandidaten für den Politikwechsel am 13. März, meine Damen und Herren. Es ist die Wirtschaft, du Hutsempel, habe ich das Wort von Bill Clinton ins Economy Stupid übersetzt. Im Übrigen stammt der Hutsempel offensichtlich aus dem kurpfälzischen Sprachgebrauch. Damit hätten wir auch Baden-Württemberg wieder in seiner Gänze abgedeckt. Aber es wird überall verstanden, nur nicht in der Landesregierung, meine Damen und Herren. Leider ist es im Bund auch nicht viel besser. Wo ich hinkomme im Land Baden-Württemberg, beklagen kleine und mittlere Unternehmer die überbordende Bürokratie in den Betrieben. Nehmen wir doch mal zum Beispiel die Mindestlohnbürokratie. Es ging nie um die 8,50, mit Ausnahme der Landwirtschaft, meine Damen und Herren. In der Landwirtschaft verlieren wir die Wettbewerbsfähigkeit bei den Spargelbauern, bei den Erwerbsobstbauern am Bodensee und in der Rheinschiene, weil sie da nicht mithalten können. Und viele Saisonarbeiter
waren froh, dass sie auch zu geringeren Löhnen hier arbeiten konnten, weil sie in 3 Monaten Ernte viel mehr verdient haben als im ganzen Jahr in Rumänien und in Polen. Es war eine Gewinner-Gewinner-Strategie. Wer in Zukunft will, dass die Spreewaldgurke nicht mehr aus dem Spreewald kommt, und wer in Zukunft will, dass am Bodensee und im Rheintal die Äpfel auf den Bäumen bleiben und nicht mehr zum Kunden kommt, der macht so weiter mit der Mindestlohnpolitik. Wir wollen das ändern, meine Damen und Herren. Wir wollen, wenn wir im Bund etwas zu sagen haben, über den Bundesrat hier eine Änderung vornehmen. Vor allen Dingen aber bei der Mindestlohnbürokratie, meine Damen und Herren. Beim Besuch eines Gipsermeisters hat mir dieser Unternehmer deutlich gemacht, dass beispielsweise, wenn er ein Gerüst stellt, jetzt der Gipsermeister die Verantwortung übernehmen muss für den Gerüstbauer, dass er praktisch schriftlich versichern muss, dass auch der Gerüstbauer alle Vorschriften der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung, welches Wort, meine Damen und Herren, Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung, wer denkt sich eigentlich sowas aus, meine Damen und Herren, einhält. Auch die Arbeitszeitenverordnung. Er muss auch bestätigen, wenn er einen Container stellt, um den Müll zu sammeln und dann ordnungsgemäß abfahren zu lassen, dass auch diese Entsorgungsfirma alles eingehalten hat. Und wenn er eine Reinigungsfirma beauftragt, dann muss er es auch für die Reinigungsfirma dokumentieren. Das ist doch, wenn Sie sich das mal zu Ende denken, ein völlig falsches Staatsverständnis. Wir sind doch der Meinung, dass jeder Mensch fürs eigene Handeln haften soll. Wie kann denn ein kleiner mittelständischer Gipsermeister oder eine mittelständische Unternehmerin die Verantwortung für andere Unternehmen in einer Wertschöpfungskette übernehmen? Das ist doch eine völlige Verquerung jeglichen Rechtsstaatsdenkens. Und deshalb, meine Damen und Herren, dieses Bürokratiemonster muss weg. Wir wollen auch, meine Damen und Herren, dass Sie abends noch was zu essen bekommen, wenn Sie in ein Hotel kommen. Wir haben hier zum Beispiel unseren Landtagskandidaten Herrn Schindler aus Baden-Baden. Ich habe Sie besucht in Ihrem Hotel. Sie dürfen sich ruhig zeigen. Er ist Hotelier, mittelständischer Unternehmer. Ich finde es toll, dass solche Persönlichkeiten bei uns kandidieren, meine Damen und Herren. Ich habe Sie besucht, weil ich zuhören wollte, was Politiker und Abgeordnete viel häufiger tun sollten, wir machen das. Ich wollte zuhören, welche Probleme verbunden sind mit der Mindestlohn-Dokumentationspflichtenverordnung. Und sie sagten mir, naja, wenn ein Bus im Stau steht und nicht rechtzeitig ankommt, dann kann es sein, dass er nichts mehr zu essen bekommt, weil die Arbeitszeitgesetze so rigide sind, dass die Flexibilität fehlt, dass der Koch, das Küchenteam, eine Stunde länger bleibt und die Gäste versorgt und dafür am kommenden Montag eben eine Stunde früher nach Hause geht. Wer so die mittelständische Wirtschaft drangsaliert, der entzieht dem Mittelstand die Grundlage, meine Damen und Herren. Wir sind für eine faire Entlohnung guter Arbeit, aber wir sind gegen Überbürokratisierung. Deshalb kämpfen wir für mehr Flexibilität. Und meine Damen und Herren, Unternehmensbesuche sind wichtig, damit wir im Gespräch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern und den Mitarbeitern erfahren, wo der Schuh drückt. Gemeinsam mit unserer Kandidatin Irene Ritter war ich vor wenigen Tagen in Rastatt, im Kreis Rastatt unterwegs, eigentlich hier vor den Toren von Karlsruhe in Donnersheim. Mittelständischer Betrieb, 5 Mitarbeiter, Übernehmer. Der Schwiegersohn hat es übernommen, die Tochter ist mit eingestiegen, der Bruder dabei, 2 gewerbliche Mitarbeiter. Und wir gingen so durch diesen metallverarbeitenden Betrieb, Dreh- und Fräsmaschinen im Einsatz und es brummte und es lief. Das ist ja auch gut so. Das ist ja auch ein Teil der guten wirtschaftlichen Situation, meine Damen und Herren, die sich in den Zahlen niederschlägt. Im vergangenen Jahr die höchste Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Deutschland seit der deutschen Wiedervereinigung. Die niedrigste Jugendarbeitslosenquote hier in Baden-Württemberg in ganz Europa. Das ist ja nicht wegen der grün-roten Landesregierung. Das ist ja nicht wegen der schwarz-roten Bundesregierung, meine Damen und Herren. Das ist wegen dem Fleiß, dem Erfindergeist und der Kreativität unserer Unternehmen, der Unternehmerpersönlichkeiten und ihrer Beschäftigten, meine Damen und Herren. Und wenn man dann mit so einem Unternehmensbesuch mit dem Unternehmer spricht und durch die
Firma geht und sagt, naja, was kostet denn dieses Bearbeitungszentrum, diese Fräsmaschine? Und da sagte ich, naja, wahrscheinlich 1 Million. Sagte der Unternehmer, das reicht nicht, sag ich nicht, das ist wahrscheinlich mehr, 1,5. Okay, sage ich, ja, und wie sieht es denn aus mit den neuen Technologien? Wie sieht es denn aus mit der Frage des nächsten Technologiesprungs? Zum Beispiel 3D-Drucker. Stichwort Industrie 4.0, was eigentlich Wirtschaft 4.0 heißen muss, was eigentlich Gesellschaft 4.0 heißen muss, meine Damen und Herren. Und hier in der Innovations- und Technologieregion Karlsruhe weiß man ja, von was ich da spreche. Und wenn Sie den Augenaufschlag des Unternehmers gesehen hätten, der sprach Bände, meine Damen und Herren. Leise, sodass es niemand hören konnte, sagte er zu mir, wir wissen nicht, ob wir uns den Sprung leisten können. Und das deckt genau sich mit den Ergebnissen einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, der davor warnt, dass der Mittelstand in eine Innovationslücke fällt oder schon drin ist. Aber der Grund, warum mittelständische Betriebe nicht investieren, ist nicht, weil sie es nicht wollen und ist auch nicht, weil sie es nicht könnten von den Ideen her, sondern sie investieren nicht, weil sie häufig dazu nicht die notwendige Liquidität aufbringen. Das heißt, die Ertragslage im Mittelstand ist nicht so gut, dass alle Betriebe den Technologiesprung schaffen könnten und insbesondere die Kleinen, auch die Lohnfertiger häufig, die sind so stark unter Wettbewerbsdruck, dass sie es nicht können. Und deshalb, meine Damen und Herren, bleibt unsere Forderung richtig. Lasst uns diese kleinen und mittleren Unternehmen entlasten von Bürokratie und lasst uns sie auch entlasten von einer immer noch im internationalen Maßstab viel zu hohen Steuerbelastung, meine Damen und Herren. Genau. Jetzt bin ich bei meinem Lieblingsthema Steuerpolitik angekommen. Nicht so, wie Sie denken. Nicht so, wie Sie denken. Nicht so, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir uns verengen haben lassen auf Steuerpolitik. Wir wollen mehr als eine Steuersenkung und eine Steuervereinfachung. Wir wollen, meine Damen und Herren, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wir wollen Steuergerechtigkeit. Ich war der Abgeordnete im Europäischen Parlament, der als erster für die Allianz der Liberalen und Demokraten, unsere Fraktion im Europäischen Parlament, die Einsetzung eines Sonderausschusses gefordert hat zur Aufklärung der LuxLeaks-Affäre, weil es nicht sein kann, meine Damen und Herren, dass internationale Großkonzerne wie Facebook, Apple und Google, wie Starbucks und Fiat, was jetzt die Kommission ja festgestellt hat, keine Steuern bezahlen oder eine niedrige Steuerlast bezahlen und kleine und mittlere Unternehmen bezahlen ihre Steuer. Das ist ungerecht und das muss aufhören, meine Damen und Herren. Wir wollen einen fairen Steuerwettbewerb. Die zentrale Erkenntnis des Steuerberichtes, den ich vorgelegt habe, der mit breiter Mehrheit im Europäischen Parlament mit 508 Ja-Stimmen bei 125 Nein und 85 Enthaltungen waren es, glaube ich, verabschiedet wurde mit breitester Mehrheit. Die entscheidende, die Quintessenz dieses Berichts war, dass die Kombination von 28 überkomplexen Steuersystemen in der Europäischen Union dazu führt, dass Schlupflöcher entstehen, die einige wenige, die es sich leisten können, die dafür teure Beratungsunternehmen beauftragen, die dann dazu führt, dass diese wenigen internationalen Konzerne ihre Steuerlast praktisch auf weniger als 1% oder sogar auf 0 reduzieren, meine Damen und Herren. In der Sunday Times, kürzlich in der Überschrift, dass von den größten, den 10 größten britischen, weltweit tätigen multinationalen Konzernen im Jahr 2014 6-0 Körperschaftssteuer in Großbritannien bezahlt haben, während sie weltweit 30 Milliarden britische Pfund an Gewinnen erzielt haben. Das ist ein Missverhältnis, meine Damen und Herren, das zu Lasten des Mittelstandes schlägt. Und genau das wollen wir, das müssen wir ändern. Und da ist auch Finanzminister Schäuble und die schwarz-rote Koalition nicht ganz so unschuldig, wie sie manchmal tut. Die Finanzminister haben alles gewusst über viele Jahre hinweg,
Meine Damen und Herren, die Realität ist, hinter verschlossenen Türen haben die Minister darüber gesprochen, die Mitgliedstaaten konnten es aber nicht alleine lösen. Und genau deshalb ist auch das ein Beispiel dafür, dass wir in manchen Bereichen mehr Europa brauchen, nicht weniger, aber wir brauchen ein Europa, das besser funktioniert. Und damit, meine Damen und Herren, komme ich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Lassen wir uns nicht von den Europaskeptikern einreden, dass der Rückfall in Kleinstaaterei und in nationalen Egoismus die Antwort auf die Fragen der Zeit ist. Oder glauben Sie wirklich, dass ein kleines Land wie Slowenien oder Kroatien mit der Flüchtlingsfrage besser zurechtkommen könnte ohne die EU, wenn schon ein großes Land wie wir in der Bundesrepublik Deutschland an unsere Leistungsgrenzen stoßen? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass hier europäische Lösungen erforderlich sind, meine Damen und Herren. Und deshalb erteilen wir auch allen politischen Kräften, die jetzt versuchen, Nationalismus zu predigen, eine klare Absage. Wir erleben ja, was in anderen Ländern stattfindet, in Ungarn, in Polen. Ja, wir sind besorgt, meine Damen und Herren. Aber wir, die Bürgerinnen und Bürger, können ein klares Signal senden, das über Baden-Württemberg hinausgeht, das in den Bund reicht, das nach Europa reicht. Und zwar dann, wenn wir, meine Damen und Herren, die Mitte stärken. Macht die Mitte stark. Deutschland ging es immer gut, wenn es aus der Mitte heraus regiert wurde. Und die Probleme kamen immer dann, wenn die Extreme groß wurden. Und deshalb sagen wir, wir erteilen jeglichem religiösen Fanatismus und jedem politischen Extremismus eine klare Absage. Und wir werben am 13. März für eine Stimme für die politische Mitte. Und das sind wir, die Freien Demokraten. Und da sind wir dann bei der Frage, wie geht es eigentlich weiter in Stuttgart? Wir haben als Freie Demokraten von Anfang an gesagt, wir wollen für unsere Inhalte gewählt werden. Das ist so ein Skandal. Die FDP will für ihre Inhalte gewählt werden, ja. Und wir haben tolle Inhalte. Wir haben ein Wahlprogramm beschlossen, schon am 13. Juni 2015. Wir haben jetzt auf dem Landesparteitag eingebracht von Uli Rülke und wir werden ja dazu noch einiges hören, die Wahlprüfsteine für den Politikwechsel verabschiedet. Darum geht es, meine Damen und Herren. Wir wollen den Politikwechsel in Baden-Württemberg gestalten. Und wenn ich mir jetzt so die Landesregierung anschaue, dann stelle ich fest, die grüne Familienpolitik ist nicht das, wie wir Freie Demokraten uns den Umgang in einer Familie vorstellen. In unseren Grundsätzen, meine Damen und Herren, das wissen Sie, ist es bei einer nicht eingetragenen Lebenspartnerschaft, und so eine Regierungskoalition ist, glaube ich, eine nicht eingetragene Lebenspartnerschaft, ist es aus liberalem, solidarischem Verständnis so, dass der Stärkere dem Schwächeren hilft. Aber schauen Sie mal an, wie Winfried Kretschmann jetzt den armen Nils Schmid behandelt, meine Damen und Herren. Wie gehen denn die Grünen, wie geht Kretschmann mit dem Nils Schmid um? Anstatt ihn zu unterstützen, hat man den Eindruck, dass er ihm das Leben schwer macht? Oder sucht der Winfried Kretschmann jetzt was anderes? Hat er die Trauringe bei Guido Wolf schon bestellt? Ich kann da nur sagen, lieber Winfried Kretschmann, jetzt ist die Zeit. Jetzt geht es darum, die Trauringe zu besorgen, denn jetzt, lieber Winfried Kretschmann, jetzt kriegst du die Trauringe noch vor der Nase Wasser. Nach der Wahl wird es ganz bestimmt anders werden, meine Damen und Herren, denn schauen wir mal den Trend an. In dem Trend sinkt die CDU um 1% pro Woche und die Grünen steigen um 1% pro Woche. Deshalb, man braucht kein Prophet sein. Ich sage dem Winfried Kretschmann, nach der Wahl wird es teurer. Richtig, teurer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schaue in freudige und motivierte Gesichter. Ich bin sicher, dass unsere Freien Demokraten in Baden-Württemberg den Politikwechsel schaffen können. Auf uns kommt es an. Wir machen den Unterschied. In Berlin kann man sehen, wenn die FDP nicht im Parlament ist, was dann passiert. Dann macht die CDU Sozialpolitik. Dann verteilt sie Wahlgeschenke. Dann verspielt sie die Zukunft der künftigen Generationen.
Über 160 Milliarden Euro ist die Belastung der künftigen Generation durch das Rentenpaket, Erwerbsminderungsrente, Rente mit 63, Mütterrente. Für alle diese Maßnahmen mag es ja im Einzelfall gute Argumente geben, aber wenn Professor Dr. Raffenhüschen von der Uni Freiburg uns ausrechnet, dass das die künftige Generation mit über 160 Milliarden Euro belastet, irreversibel, dann ist eine solche Verantwortung falsch, unverantwortlich. Sie geht zulasten unserer Zukunft, meine Damen und Herren. Wir wollen aber eine Zukunftspartnerschaft, meine Damen und Herren, eine Zukunftspartnerschaft. Deshalb kämpfen wir für den Politikwechsel, weil dieses Land, meine Damen und Herren, braucht eine andere Politik, eine Politik, die auf Infrastruktur, auf gute Verkehrswege genauso setzt wie auf ein Bildungssystem, das weltbeste Chancen für jede Frau, für jedes Kind, für jeden Mann beinhaltet. Darum geht es, meine Damen und Herren. Weltbeste Bildung für jeden, eine gescheite Infrastruktur, das ist die Zukunft. Darauf kann man die Zukunft bauen und dafür müssen die politischen Prioritäten anders gesetzt werden. Und deshalb rufe ich Sie auch auf zum Einstieg jetzt in die heiße Phase unseres Wahlkampfs. Lasst uns unsere Kandidatinnen und Kandidaten mit voller Kraft unterstützen. Wenn es Ihnen heute hier gefällt, sagen Sie es weiter. Jeder mindestens 7 Freunden, die es dann wieder 7 Freunden weitererzählen, die es dann wieder 7 Freunden weitererzählen. Und dann, meine Damen und Herren, dann sind wir schon auf dem Weg zur Zweistelligkeit. Hier an dieser Stelle geht es darum, mit einem Aufbruchssignal hinauszugehen ins Land. Mit Uli Rüge an der Spitze. Und dann schaffen wir in Baden-Württemberg den Politikwechsel. Dabei geht es nicht um die FDP, dabei geht es nicht um Michael Theurer oder Uli Rülke. Es geht um die Menschen im Land. Wir wollen, dass dieses wunderschöne Land, dass dieses wunderschöne Baden-Württemberg, dass die Kinder und Enkelkinder in diesem Land auch in Zukunft, in Sicherheit, in Wohlstand und in Freiheit leben können. Darum geht es. Dafür kämpfen wir, die Freien Demokraten.